Guten Morgen. Ich lese von der Verbraucherzentrale NRW und ZDF Wieso. Nebenberuflich, selbstständig, Steuern, Recht, Finanzierung, Marketing. So sieht das Buch aus. Ich bin angekommen im Kapitel Vorsicht, Falle, welche Angebote Sie meiden sollten. Nee, so weit bin ich noch gar nicht. Es geht jetzt um Steuern. Davor war Sozialversicherung und Altersvorsorge. Welche Pflichten und Rechte haben Sie? Und jetzt geht es um verschiedene Steuerarten und wie Sie damit zurechtkommen. Ich stelle als erstes wieder die Eieruhr auf 30 Minuten, damit das Ganze nicht zu lange dauert. Als erstes wird über die Umsatzsteuer geredet. Da wird unter anderem das Umsatzsteuersystem vorgestellt. Dann gibt es von der Umsatzsteuer befreite Leistungen. Es geht um den vollen und ermäßigten Umsatzsteuer. Umsatzsteuer bei Geschäften mit dem Ausland, Umsatzsteuerwahlrecht für Kleinunternehmer, Differenzbesteuerung, Vorteil für Gebrauchtwarenhändler. Und danach geht es weiter mit der Umsatzsteuervoranmeldung. Dann geht es um das Handelsregister, was das Handelsregister mit Ihrer Buchführung zu tun hat. Ich habe ein Problem, wenn diese orange Schrift so schief auf dem Tisch liegt. Ich kann die nicht richtig lesen. Die ist nicht günstig für Überschriften. Der Aufbau der Einnahmeüberschussrechnung. Wie Sie die Einnahmen korrekt ermitteln. Und dann geht es um Betriebsausgaben, dann kommt da noch die AFA. AFA steht für Absetzung für Abnutzung. Und dann gibt es häufiger Streitpunkt häusliches Arbeitszimmer und Betriebsräume. Reisekosten richtig geltend machen und Abgabe- und Zahlungsfristen. So. Verschiedene Steuerarten und wie Sie damit zurechtkommen. Es gibt Schreckensgeschichten, denen zufolge ein unbedarfter eBay-Händler an der Gewerbesteuerforderung des Finanzamts zugrunde ging oder ein Existenzgründer die Umsatzsteuerzahlen nicht aufbringen konnte. Das ist unnötig. Denn egal, ob es um Umsatz-, Einkommens- oder Gewerbesteuer geht, berücksichtigen Sie in Ihrer Kalkulation und Planungen in Ihren Kalkulationen und Planungen von vornherein die voraussichtlichen Steuerzahlungen und bilden Sie entsprechende Rücklagen. Umsatzsteuer. Gleich vorweg eine Begriffsbestimmung. Heißt die korrekte Bezeichnung Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer? Das fragt sich so mancher beim Schreiben der ersten Rechnung. Beide Begriffe bedeuten ein und dasselbe, wobei in den Gesetzestexten regelmäßig die Umsatzsteuer genannt wird. Daher wird auch in diesem Buch durchgängig die Bezeichnung Umsatzsteuer verwendet. Das Finanzamt ist indes tolerant. Wenn Sie in einer Rechnung Mehrwertsteuer ausweisen,
abgekürzt MWST, Punkt, wird Ihnen daraus kein Strick gedreht. Die Begriffe Brutto und Netto sind Ihnen sicherlich in diesem Zusammenhang geläufig. Sie kaufen beispielsweise beim Computerhändler einen PC, der brutto 399 Euro kostet. Das heißt, der Händler muss einen Teil des Verkaufspreises als Umsatzsteuer an Vaterstaat abführen. Der reguläre Umsatzsteuersatz beträgt 19%, sodass sich in diesem Beispiel der Verkaufspreis aus 335,29 Euro netto plus 63,71 Euro Umsatzsteuer zusammensetzt. Einige Produkte und Leistungen unterliegen dem ermäßigten Steuersatz von 7%, siehe Seite 110. Andere sind von der Umsatzsteuer ganz befreit, siehe Seite 107. Beispiel: Nur die Wertschöpfung wird besteuert. Der auf Seite 107 angeführte Computerhändler kauft bei seinem Großhändler den Computer für 200 Euro plus Umsatzsteuer, also 238 Euro brutto ein. Die gezahlte Umsatzsteuer von 38 Euro darf er von der beim Verkauf fälligen Umsatzsteuer von 63,71 Euro abziehen und muss nur 25,71 Euro an den Staat abführen. Damit wird nur die tatsächlich erzielte Wertschöpfung, nämlich der Nettoverkaufspreis von 335,29 Euro minus dem Nettoeinkaufspreis von 200 Euro besteuert. Das Umsatzsteuersystem. Zu zahlen ist die Umsatzsteuer an das Finanzamt stets von dem, der die Rechnung stellt und den Verkaufsumsatz kassiert. Sprich, der Händler packt zwar die Steuer in den Endverkaufspreis, den der private Verbraucher zahlt, hinein, der Steuerschuldner gegenüber dem Finanzamt ist aber nicht der Privatkunde, sondern der Händler. So, muss ich mir gerade nochmal durchlesen. Habe ich gerade nicht verstanden? Nicht zu übersichtlich begabt für. So. Das Umsatzsteuersystem. Zu zahlen ist die Umsatzsteuer an das Finanzamt stets von dem, der die Rechnung stellt und den Verkaufsumsatz kassiert. Sprich, der Händler packt zwar die Steuer in den Endverkaufspreis, den der private Verbraucher zahlt, hinein, der Steuerschuldner gegenüber dem Finanzamt ist aber nicht der Privatkunde, sondern der Händler. Nun will der Staat vermeiden, dass das Ausmaß der finanziellen Belastung durch die Umsatzsteuer davon beeinflusst wird, über wie viele Zwischenhändler ein Produkt geht, bis es den Endverbraucher erreicht. Ansonsten würden beim Direktverkauf eines selbst hergestellten Produkts ja nur einmal 19% Umsatzsteuer berechnet, während beim Vertrieb über Groß- und Einzelhändler 3- oder 4-mal die Steuer fällig werden würde. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Damit dies nicht passiert, gilt ein eisernes Grundprinzip.
Derjenige, der beim Verkauf seiner Waren oder Dienstleistungen Umsatzsteuer berechnet, muss alle Umsatzsteuerbeträge, die er selbst beim Einkauf zahlt, davon wieder abziehen. Der Abzug der selbst gezahlten Umsatzsteuer von der Steuerschuld nennt man Vorsteuerabzug. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass jeder umsatzsteuerpflichtige Betrieb nur die Umsatzsteuer für seine eigene Wertschöpfung entrichten muss. Das Prinzip des Vorsteuerabzugs gilt in Deutschland übrigens erst seit dem Jahr 1968. Bis dahin wurden auf allen Produktions- und Handelsebenen die volle Umsatzsteuer kassiert. Allerdings betrug der erste Umsatzsteuersatz nicht 19%, sondern nur 4%. Von der Umsatzsteuer befreite Leistungen, keine Regel ohne Ausnahme. Nicht alle Umsätze unterliegen der Umsatzsteuer. Laut Beschluss 4 des Umsatzsteuergesetzes sind einige Leistungen von der Besteuerung ausgenommen. Dazu zählen insbesondere Umsätze aus bestimmten sozialen und medizinischen Leistungen, beispielsweise Honorare von Physiotherapeuten, Heilmasseuren oder Heilpraktikern, nicht aber Wellnessleistungen wie Kosmetikdienstleistungen oder Tätowierungen. Umsätze, die unter die unter das Grunderwerbsteuergesetz fallen, wozu in erster Linie Kauf und Verkauf von Immobilien zählen. Umsätze, die unter das Versicherungssteuergesetz fallen, das betrifft haupt- und nebenberufliche Versicherungsvermittler. Umsätze, die unter das Rennwett- und Lotteriegesetz fallen. Portoumsätze der Deutschen Post sowie ihrer Wettbewerber. Viele Bankdienstleistungen für Privatpersonen wie Zinsen und Kontogebühren, jedoch nicht Depotgebühren für die Verwaltung von Wertpapieren. So. Wohnungs- und Grundstücksmieten, soweit die Vermietung nicht an umsatzsteuerpflichtige Unternehmen erfolgt. Wichtig, Vorsteuerabzug nicht immer möglich. Wer von der Umsatzsteuer befreite Leistungen anbietet, kann gegenüber dem Finanzamt beim Einkauf von betrieblichen Waren und Leistungen auch keinen Vorsteuerabzug geltend machen. Als Bemessungsgrundlage für den Abzug solcher Kosten bei der Einkommensermittlung dient dann der Rechnungsbetrag inklusive Umsatzsteuer, also der Bruttobetrag. Dasselbe gilt auch für umsatzsteuerbefreite Kleinunternehmer. Die Regelungen hierzu finden Sie auf den nachfolgenden Seiten. So.
voller und ermäßigter Umsatzsteuersatz. Einige Waren und Dienstleistungen müssen nicht mit 19% versteuert werden, sondern unterliegen dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7%. Der ermäßigte Satz wurde im Jahr 1968 eingeführt, nachdem der Regelsteuersatz mit der Umstellung auf den Vorsteuerabzug deutlich erhöht worden war. Mit dieser Maßnahme wollte der Gesetzgeber verhindern, dass Grundnahrungsmittel oder kulturelle Leistungen im Preis unverhältnismäßig stark ansteigen. In Anhang 1 und Anhang 2 des Gesetzes sind die Leistungen und Gegenstände definiert, die dem ermäßigten Umsatzsteuersatz unterliegen. Eine komplette Auflistung würde an dieser Stelle den Rahmen sprengen. Allein die Liste der begünstigten Gegenstände umfasst 54 Posten, daher im Folgenden eine grobe Kategorisierung. Kultur. Dazu zählen Bücher, Zeitungen und Zeitschriften sowie Eintrittskarten für Museen, Kinos und Konzerte, aber auch Kreativleistungen, die dem Urheberrecht unterliegen. Öffentliches Leben. Auch Eintrittskarten für Schwimmbäder sowie Tickets im öffentlichen Personennahverkehr bis zu einer Entfernung von 50 Kilometern zählen zu den Posten mit ermäßigter Umsatzsteuer. Nahrungsmittel. Die meisten Lebensmittel werden nur mit 7% Umsatzsteuer belegt, ebenso auch Fertiggerichte zum Mitnehmen. Bei der Tierzucht gilt, endet das Tier üblicherweise als Lebensmittel beim Metzger, zählt es zu den steuerbegünstigten Nahrungsmitteln. Medizinische Leistungen und Produkte. In diese steuerbegünstigte Rubrik fallen unter anderem Hörgeräte, Prothesen und Herzschrittmacher. Allerdings ist die Einteilung längst nicht mehr so eindeutig, wie es der Gesetzgeber ursprünglich einmal vorgesehen hatte. Änderungen in der gesellschaftlichen und technischen Entwicklung haben dazu geführt, dass die Steuergerechtigkeit manchmal ad absurdum geführt wird. So sind beispielsweise fertig gekochte Gerichte mit 7% Umsatzsteuer belegt, wenn sie zum Mitnehmen über die Theke verkauft werden. Wird jedoch dasselbe Menü direkt im Restaurant verzehrt, kostet dies den Wirt 19% Umsatzsteuer. Wenn die Gäste anschließend übernachten, dafür werden wieder nur 7% fällig. Das vor diesem Hintergrund viele Wirte mit Mitnahmetheken unabhängig vom Wahrheitsgehalt möglichst viel Umsatz in den steuerbegünstigten Bereich verlagern, liegt auf der Hand. Mangels Nachprüfbarkeit ist die Dunkelziffer hoch. Der Bundesrechnungshof schätzt, dass dem Staat Umsatzsteuer in zweistelliger Millionenhöhe entgeht, weil Restaurantrechnungen fälschlich als Außerhausumsätze deklariert werden. Die Steuerbegünstigung der Pferdezucht wiederum stammt aus der Zeit, als es noch Pferdemetzger gab. Ha, in Solingen gibt es einen, hier unten am Werwolf. Und die Tiere als Nutz- und Schlachttiere eingestuft wurden. Aber wer isst heute noch Pferdegulasch? Ich. Der ermäßigte Steuersatz jedoch blieb zur Freude aller Pferdesportliebhaber. Spielt nicht mit meinem Essen. Lasst es durch den Wald laufen als Rückgefährt. Den Acker pflügen für mein Roggenbrot. Ich suche immer noch das erste Roggenfeld seit langem in Deutschland. Und dann ist gut. Blieb zur Freude aller Pferdesportliebhaber erhalten und macht so das Luxustier zum Umsatzsteuersparmodell.
weiteres Beispiel aus der Lebensmittelbranche. Getränke werden, soweit es sich nicht um Milchgetränke handelt, mit 19% Umsatzsteuer belegt. Subventionen in Form eines ermäßigten Steuersatzes enthält hingegen der Käufer von Trüffeln. Warum der seltene Pilz anders als ein Fruchtsaft als schützenswertes Grundnahrungsmittel gilt, erschließt sich selbst bei wohlwollender Betrachtung nicht. Ein Kuriosum gibt es auch bei Büchern. Werden die Bücher nach alter Väter Sitte gedruckt, dann sind nur 7% Umsatzsteuer im Kaufpreis enthalten. Wird ein und dasselbe Buch hingegen als E-Book verkauft, steigt trotz identischen Inhalts der Umsatzsteuersatz auf 19%. Ich finde das gut. Dasselbe Steuerchaos herrscht bei Hörbüchern. Wer die CD erwirbt, zahlt ermäßigt 7%, während auf den MP3-Download desselben Werkes 19% fällig werden. Tipp: Beim Finanzamt fragen. In der Praxis wird dieses Thema für nebenberuflich Selbstständige meist dann relevant, wenn sie in der Erzeugung oder dem Handel von Nahrungsmitteln aktiv sind oder urheberrechtlich geschützte Leistungen, beispielsweise als Journalist oder Texter, anbieten. Um Nachzahlungen zu vermeiden, sollten Sie sich in diesem Fall beim Finanzamt detailliert erkundigen, welche Ihrer Leistungen oder Produkte Sie zu welchem Steuersatz verkaufen können. Unabhängig davon, welchem Steuersatz Ihre Produkte unterliegen können Sie bei bestehender Umsatzsteuerpflicht die Vorsteuer in vollem Umfang geltend machen. Dies gilt auch dann, wenn Sie überwiegend Produkte und Leistungen einkaufen, die nicht dem ermäßigten Umsatzsteuersatz unterliegen. Damit kann zum Beispiel der Journalist, der für seine Leistungen 7% Umsatzsteuer abführt, beim Einkauf von Büromaterial die darauf anfallenden 19% Vorsteuer ohne Einschränkung von seiner Umsatzsteuerschuld abziehen. So, ich habe noch 4 Minuten auf der Uhr. Es geht weiter mit Umsatzsteuer bei Geschäften mit dem Ausland. Und ich mache mir noch einen Kaffee. Ich habe bis jetzt nur den kalten Kaffee von gestern Nachmittag getrunken. Bis gleich. Tschüss.